gerade in den letzten Tagen, wo ich die Möglichkeit habe, noch mit ihm ein paar Stunden zu verbringen, hat er immer wieder eigentlich nur gefragt, was machst du hier, wann gehst du, wann musst du weg? Und ich sage, Papa, mach dir keinen Stress, ich gehe, wenn du es willst, dann gehe ich, dann werde ich gehen. Wenn du willst, dann werde ich hierbleiben. Und sein letztes Wort, was ich mit ihm gesprochen habe, war eben halt das, geh bitte und mach das, was du zu tun hast. Es gibt Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Die vom österreichischen Nationalspieler Jurij Garic könnte bewegender kaum sein. Am 9. Juni, einen Tag vor EM-Beginn, hat der 32-jährige Verteidiger vom SV Darmstadt 98 seinen Vater verloren, der im Alter von 62 Jahren einem Krebsleiden erlegen ist. Mit einem unbedingten Willen an den Sohnemann. Sein großer Wunsch war immer, dass ich halt hier das hier nicht verpasse. Und wenn wir jetzt über das ganze Jahr zusammen gekämpft haben, ich bei Darmstadt und er natürlich leider Gottes zu Hause bei meiner Frau, der ich natürlich auch einen riesen Dank aussprechen muss, hat sich eigentlich über das ganze Jahr, die letzten 10 Monate gekümmert. Die ganze Familie natürlich hat alles getan dafür und wir haben dafür gekämpft, eben, dass ich halt hierher komme. Und wenn ich jetzt hier abreisen würde, wäre der Erste natürlich, der sehr sauer auf mich wäre. Auch weil der Papa stets ein Förderer seines Sohnes war, in einer sehr fußballintensiven Beziehung. Auch deshalb hat die Europameisterschaft nun eine ganz besondere Bedeutung für Garic. Es ist, glaube ich, eine sehr gute Bühne und eine große und gute Möglichkeit auch, ihm da noch, sage ich jetzt einmal, einen schönen Abgang zu bereiten. Der erste Auftritt der Österreicher am Dienstag gegen Ungarn könnte eine bedeutungsvollere Bühne dafür nicht bieten. Garic ist in Ungarn geboren, besitzt die österreichische und die ungarische Staatsangehörigkeit. Wäre ohnehin schon kompliziert, sondern besonders gewesen, sage ich mal. Hat es der Papa natürlich wieder erledigt, dass es noch brisanter wird für mich. Und ja, es geht um Fußball, es geht um meine Geschichte, es geht um seine Geschichte, es geht wirklich um einiges, um sehr viel hier. Aber immerhin geht es um die 3 Punkte, die wir natürlich dann gerne einfahren würden. Und das wird sicher ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Für mich was Besonderes. Und besonders bewegend. Die Geschichte vom österreichisch-ungarischen Fußballspieler Jurij Garic, der nun bei der Europameisterschaft für seinen verstorbenen Vater und für Österreich gegen Ungarn spielt. Eine Geschichte, die so nur der Fußball schreiben kann. Ja, das kann man natürlich mit Worten gar nicht jetzt beschreiben, was das wirklich für mich heißt und was ich dabei fühlen werde, weil sowas erlebt man ja generell selten und in der Konstellation wahrscheinlich nur einmal im Leben. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, danke Papa, dass auch dafür gesorgt hast, wirklich, dass es eure und dieses Spiel wahrscheinlich mir immer, wie immer in Erinnerung bleiben wird.